Im Rahmen des bundesweiten Tages des offenen Ateliers luden auch im Elbe-Elster-Kreis zahlreiche Kreative ein, um einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. So wie hier in der Künstlerscheune von Luise Walter in Hohenkunstorp bei Schönewalde öffneten die Künstler der Region ihre Werkstätten. Hallo, ich bin Luise Walter und habe vor 3 Jahren dieses Grundstück gekauft, auf dem jetzt die Atelierscheune entstanden ist. Hier gibt es jedes Jahr zu den offenen Ateliers Brandenburg Kunst zu sehen und dieses Jahr von Christoph Baranski. Das sind die Druckgrafiken, die Sie hier im Hintergrund sehen. Der ist ein Künstler aus Berlin. Skulpturen von mir und Malerei. Neben eigenen Werken wurden auch Arbeiten von weiteren Künstlern präsentiert. Nicht selten kamen dabei die Besucher ins Gespräch mit den Schöpfern der Kunst. Musikalisch umrahmt wurde der Tag des offenen Ateliers in Hohenkunstorp vom Trio ohne Namen.